wisst ihr. Und das kann man aber nicht verhindern, oder? Ja, grundsätzlich kann man es vielleicht schon verhindern. Also die Leute, nicht alle wissen, was gemeint ist. Ja, bringt auf den Punkt. Kurz. Genau, ich bin im Weltcup im Februar bin ich in der Kurve auf einer Eisplatte weggerutscht und blöd gestürzt, Kopf voran in den Baum. Da war noch so ein Zaun, der eigentlich ein Fangzaun sein sollte, war aber eher ein Verfangzaun. Und bin ich mit dem Ski eingefädelt und frontal von diesem Baum. Und da hatte ich auch eine schöne Gehirnerschütterung und diverse Prellungen und war auch mal kurz weg. Das war keine so tolle Erfahrung. Und es ist selbst in einer Sportart wie Biathlon, wo man sagt, okay, die ist an sich sicher im Vergleich zu Alpin oder so oder Skispringen. Kann das auch mal passieren, wenn es dumm läuft, und in dem Fall ist es wirklich echt dumm gelaufen. Musste der Baum abgeholzt werden? Nee, ich glaube, der steht schon noch, aber ich hab von meinem Schwager eine Axt geschenkt bekommen, der hat gesagt, wenn du nochmal da bist, dann kannst du dir umhaken. Erik, wer war und wer ist Axel Lesser? Mein Papa. Was ist in Innsbruck passiert? Er fährt gegen Baum und der Opa, der ist irgendwie abgeräumt worden. Da kam jemand in die Quere, da war noch Gerd Krimmer, Gerd Dietmar Klause in der Staffel, ne? Und aus was? Ja, aus kein Olympiasieg. Nee, also die Erzählungen sagen, dass die Mannschaft der DDR mit 2 Minuten oder 1 Minute in Führung lagen. Mein Opa, letzter Läufer gewesen, und man war sich des Sieges schon ziemlich sicher. Und dann kam wohl in einer etwas schnelleren Abfahrt eine vermummte Frau mit Sonnenbrille und allem drum und dran von rechts nach links. Also Attentat. Ja, auf die Strecke gesprungen, hat ihn umgerissen, er hat sich dabei das Knie verdreht und die DDR musste die Staffel aufgeben und somit keinerlei Medaillen und nichts gewonnen. Das aber die Hintergründe sind nie richtig aufgeklärt worden. Sind nie richtig aufgeklärt worden. Ja, mein Opa hält sich da auch so ein bisschen bedeckt und hat lange dafür gebraucht, darüber zu sprechen. Aber man vermutet eine russische Frau dahinter, weil sie auch russisch erzählt. Nein, das kann man überall nachlesen. Immer wieder die Russen. Immer wieder die Russen, ja. Ja, super.